Übrigens, diese Thematik bezieht sich nicht nur auf den Koran und die Sunna. Es ist ja ein sprachliches Phänomen. Das heißt, dass gewisse Ausdrücke in ihrer Bedeutung sonnenklar sind. Manche sind mehrdeutig. Manche sind sehr diffus, ja, oder summarische Begriffe. Das sind sprachliche Phänomene, die betreffen nicht nur den Koran und die Sunna. Aber wir müssen sie lernen, aus der arabischen Sprache hinaus, um zu verstehen, wie wir mit diesen Texten im Koran umgehen. Das ist also wichtig. Daher, also wenn du die Texte des Korans und der Sunna verstehen willst, du hast einen gewissen Rahmen. Einen gewissen Rahmen, in dem du dich zu bewegen hast. Du kannst dich darin bewegen, aber wenn du diesen Rahmen verlässt, dann spielst du mit den Texten rum. Dann nennen wir das nicht mehr Deutung und Erklärung oder Umdeutung, das ist dann Spielerei, die man betreibt und Unfug. Ich gebe ein Beispiel dafür. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Das ist der Anfang eines Verses. Bei der Sonne und dem Ad-Duha. Waqtu Ad-Duha ist euch bekannt? Die Zeit kurz vor dem Zenit, die nennt man Duha. Wir wissen, was Shams sprachlich bedeutet, ne? Die Sonne, und Ad-Duha ist diese Zeit. Gut. Kann ich das auslegen als Al-Hassan und Hussein? Wa-Shams wa-Duhaha, das heißt Hassan und Hussein. Rein, also aus der sprachlichen Perspektive. Nicht möglich, sowas. Es könnte ja sein, dass es eine Form von Vergleich ist oder eine Metapher. Al-Hassan und Hussein werden so bezeichnet wegen ihrer Schönheit. Das ist vielleicht möglich, aber es gibt keinen Anhaltspunkt und kein einziges Indiz dafür. Das heißt, wenn wir das so deuten, haben wir den Rahmen verlassen. Wir sind nicht mehr innerhalb der sprachlichen Regeln und auch gibt es keine Indizien aus der Überlieferung, die dafür sprechen. Wenn du trotzdem darauf beharrst, diese Verse so zu deuten, dann können wir nicht mehr vom Ta'wil reden, außer im negativen Sinne. Das ist Spielerei mit den Versen. Also ich gebe euch ein anderes. Das ist die Deutung der Schia. Die deuten das so. Die sagen, Wa-Shamsi wa-Duhaha, das sind Al-Hassan und Hussein. Die Schia sind sehr, das ist tatsächlich Fakt, so, die sind wirklich sehr einfallsreich im Tafsir. Sehr einfallsreich. Und haben dafür, ja, wie nennt man das, große Fantasien, was die Auslegung des Koran angeht. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, das ist ähnlich. Allah Ta'ala, ihr seht, wie dämlich und absurd manchmal der Tafsir ist, dass man, wenn man den Kontext nicht beachtet. Es kann sein, dass ein Vers sprachlich etwas tragen kann, aber du musst auch den Kontext betrachten und ihn im Rahmen dieses Kontexts den Vers erklären. Nicht den Vers aus dem Kontext reißen und dann die sprachlichen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das geht nicht, das ist auch Unfug. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, ein dämliches Beispiel, wobei das auch sprachlich nicht möglich ist. Und auch kontextual ist das ein großer Unsinn. Ihr kennt die Geschichte von Musa und seinem Volk, ne? Allah Ta'ala. Musa sagte zu seinem Volk, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara. Allah befiehlt euch, ein Kalb oder eine Kuh zu schächten. Kennt ihr das, ne? Aus der Surah Al-Baqarah. Eine lange Geschichte. Da gab es eine Diskussion hin und her zwischen Musa und seinem Volk. Aber wir wissen kontextual, dass das Ganze in der Zeit der Banu Israel stattgefunden hat, zwischen Musa und seinem Volk. Nehmen wir mal an, das Wort Baqarah wird auch für Menschen verwendet. Gut? Es gibt tatsächlich Begriffe, die man, Tiernamen, die man in der arabischen Sprache auch für Menschen benutzt. Aufgrund gewissen Ähnlichkeiten. Wie ich im letzten Satz gesagt habe, Löwe. Ich habe einen Löwen gesehen, der Auto fährt. Genauso benutzt man das Wort Himar, Esel, für Menschen in der arabischen Sprache, auch in anderen Sprachen. Man sagt Esel zu jemandem, der nicht viel Intelligenz aufweist. Da nehmen wir mal an, Baqara sagt man auch zu Menschen. Kann es sein, dass hier Aisha gemeint ist? Die Schia sagen tatsächlich, mit der Kuh hier ist Aisha gemeint.
schächtet die Kuh, ja, Aisha. Das ist ein Tafsir, über den man lachen muss. Tatsächlich, man muss darüber lachen. Was hat Aisha bei den Banu Israel verloren? Oder? Na, wie dem auch sei, abgesehen davon, dass man den Kontext betrachten muss, muss man auch sprachliche Faktoren hinzuziehen und im Rahmen, im Lichte dieser sprachlichen Regeln darf man sich bewegen, nicht außerhalb.